Moin Leute, hallo, ich bin der Drew und ich muss gerade ein bisschen leise reden, denn es ist gerade nachts, so um 3 ungefähr und ich dachte mir so, okay, du drehst jetzt noch das Video, mal gucken, ob sich im Laufe des Tages noch ein bisschen mehr anstaut. Ihr seht erstmal ungewöhnlich ein Vlog von mir, Nummer 1 ungewöhnlich und Nummer 2 ungewöhnlich, 21 Uhr, oh. Ich möchte das kurz erklären. Allerdings, weil ich so müde bin und ich mich selbst gerade nicht sehen kann, schalte ich mal kurz in die Ego-Perspektive um. Sehr schön. Ich dachte mir, okay, Digga, du hast mal wieder Bock auf Vlogs. Hierbei schöne Grüße an Dave Durden TV. beziehungsweise Vlog Dave. Einfach an der Dave, so. Und vielleicht weiß der ein oder andere noch, dass ich im Dezember letzten Jahres, also 2015, so eine Art Vlog-Adventskalender gemacht habe. Also, dass ich jeden Tag im Dezember alle 31 Tage einen Vlog gemacht habe. Manchmal, wenn es nicht ganz ging, dann halt auch 2 Tage zusammengefasst und so. Und ich dachte mir, okay, ab Oktober studierst du. Also, warum machst du jetzt nicht nochmal den letzten Monat, wo du so richtig viel Zeit hast, so richtig viel Shit. Ich zeige auch gerne nochmal meinen Upload-Plan da jetzt im Zusammenhang. Man sieht es ab jetzt, das ist euch vielleicht aufgefallen, kommen jetzt halt jeden zweiten Tag die Backfire-Videos, dann starten morgen noch 2 weitere Projekte. Nee, morgen startet eins und an dem Tag danach startet das weitere. Und nebenbei läuft ja noch Divine Divinity, das macht also jetzt wirklich 4 Tage. 4 Videos pro Tag, wenn alles gut läuft. Und das möchte ich jetzt zumindest noch einmal, bevor ich wirklich nicht mehr genug Zeit dafür haben werde, noch einmal durchziehen. Und dieses vierte Video am Tag wird allerdings, wie man jetzt gerade sieht, kein Let's Play oder etwas in der Art, sondern ein Vlog. Ich werde jetzt versuchen, jeden Tag im September einen Vlog hochzuladen. Und ich kann euch schon mal versprechen, dass es nicht jeden Tag funktionieren wird. Zum Beispiel am, ich glaube, am 3., ja, am 3. September wird zum Beispiel Abend keins kommen, weil ich am 3. Über Nacht weg bin und auch am 10. über Nacht weg bin. An den beiden Tagen kann ich schon mal versprechen, da kommt nichts. Aber an dem Tag darauf, also am 4. und am 11., kommt dann halt ein Vlog für 2 Tage, also ein etwas längerer. Der hier ist jetzt vielleicht auch etwas länger. Es kann sein, dass die nächsten Vlogs so zwischen 1 Minute und 15 Minuten lang werden. Das ist so, ja, was ich mir so dabei denke. Und ja, wenn halt mal, wenn ich einen Tag keine Zeit habe, abends 21 Uhr noch einen Vlog hochzuladen, dann wird eben am Folgetag, wie gesagt, ein Vlog für die beiden Tage kommen. So, das möchte ich versuchen, jetzt den ganzen Monat so durchzuziehen. Und ja, es werden übrigens auch nicht dann nur so eine Vlogs wie das hier, das ist gerade nur ein Erklärungsvlog dafür, wie die Vlogs sein werden. Ich werde dann so ein bisschen zeigen halt, was ich den ganzen Tag mache. Und ja, wenn ich unterwegs bin, nehme ich die Kamera mit. Wenn ich Pokémon Go spielen gehe oder so, nehme ich die Kamera mit. Jetzt wurde ich gerade angeschrieben. Wir können ja mal gucken, von wem. Ich gucke erstmal allein. Von Rick. Okay. Gut. Und dann würde ich mich erstmal verabschieden. Da jetzt gerade erst, also es ist gerade der 1. September, aber halt früh um 3, also in der Nacht noch. Und wenn jetzt im Laufe des Tages noch irgendwas passiert, noch irgendwas Spezielles, werde ich das nochmal hier hinten ranschneiden. Aber ansonsten würde ich das erstmal so als kleinen Erklärungs-Vlog stehen lassen. Weil heute wird bei mir komplett Aufnahmetag höchstwahrscheinlich sein. Und ja, Aufnahme, Schneide- und Rendertag. Und abend bin ich noch mal in einem Livestream, deswegen denke ich nicht unbedingt, dass sich heute noch was für einen Vlog anbietet. Aber sollte das der Fall sein, werde ich das auf jeden Fall jetzt ranschneiden. Ansonsten, falls nichts mehr kommt, würde ich sagen, wir sehen uns morgen. 15 Uhr zu dem neuen Projekt, 16:30 Uhr zu dem neuen Projekt, 18:30 Uhr zu einem kleinen Infovideo oder 21 Uhr zum zweiten September-Vlog.